Es wird die Außentür sein. Die Nacht war dunkel und ein dichter Nebel hatte sich über die ganze Landschaft gelegt. Ich konnte die Feuchtigkeit in meinen Knochen spüren. Der hier auch. Plötzlich erregte eine elfenbeinfarbene Spiegelung meine Aufmerksamkeit. Dort auf dem Boden lagen die Überreste desjenigen, der seinerzeit Seth, der Wächter, gewesen war. Dara wird älter, meine sinnlose Erklärung sind hier nicht mehr wert. An dem Tag, als Dr. Level mit dem Mädchen in den Armen zur Tür reinkam, hätte ich nie gedacht, dass ich sie so sehr lieben würde. Ich bin dem Ministerium der einzigartigen Lehre Gottes treu, der alles beurteilt. Ich bezweifle, ob ich das Richtige tue. Gute Nacht, Elifia. Und einen guten Start. Ich starte in den Urlaub. Mach dir etwas Licht aus. Morgen geht's shoppen. Vor mir erstreckte sich ein gewundener Pfad, der in die Dunkelheit und den Nebel führte. Apropos, das ist jetzt mehr oder minder nicht jetzt die Werbung an sich. Wer noch guckt und gestern nicht geguckt hat, der sollte vielleicht gestern das Nachholen gucken. Das zum Ende hin kommt nicht auf YouTube. Schon mal so vorweg. Zumindest nach aktuellem Stand nicht. Als ich das alte Tor durchquerte, kündigte ein düsterer Anblick an, dass es sich um einen alten Friedhof handelte. Ja, den haben wir ja schon zur Kenntnis genommen. Flechtenbedeckte Gräber, von Wind und Regen zerfressen, schienen sich mit Grabsteinen zu vermischen, die Wunden der Zeit erst noch ertragen mussten. Levlin. Hallo? So verschwunden. Wie die Liebe eines Vaters zu seinen Kindern schützt der Gott, der alles richtet, dieses Tor. Okay. Ja, Tor ist auf. Oh. Und wir können nicht... Ist jemand aufgestanden? Eine gut gepflegte Pflanze ist so offensichtlich, dass sich jemand um sie kümmert. Die Pflanze schmückt das Grab einer Frau namens Agatha Levlin. Und drüben liegt Artemis Levlin. Aha, ein Geheimgang. Das war fast schon zu einfach. Da ist noch eine tote Leiche drin. Da nicht mehr. Zwei Grabsteine, einer für die Überreste von Dr. Levelins Frau, das andere Levelins eigenes Grab, war leer. Könnte er noch am Leben sein? In einer Geheimkammer befanden sich zwei weitere Gräber, eines gefüllt und eines leer. Beide trugen das Delta-Symbol des griechischen Alphabets auf der Grabplatte. Jetzt können wir wieder raus, richtig? Tatsache. Also rein informativ, das Ding. Das ist eine Frau.
Alpha 0964512. Zona. Einige hatten Namen und einige Nummern. Ta, da, ta, ta, ta. Es war an der Zeit, den See zu überqueren und die geheimnisvolle Levelin-Villa zu betreten. Jetzt sind wir einmal drumherum. Oh. Ah, das war da mit Wasser gefüllt. So, wir gucken mal hier noch rein. Bis jetzt war es nicht so creepy. Aber von außen sieht es sehr klein aus, aber ich wette, wenn wir drinnen sind, laufen wir wieder Ewigkeiten. Ich gehe mal hier hinten erstmal gucken. Okay. Ein eleganter Schlüssel, der aussieht wie der Schlüssel für den Eingang zur Villa. Wie ein Schwein. Schön sieht's aus. Als ich die Villa betrat, durchfuhr mich ein Schauer. Nicht wegen der düsteren Atmosphäre, sondern wegen der makellosen Erscheinung. Das Gebäude schien leer, und doch sah alles so aus, als wäre es noch bewohnt. Statue in Form eines Löwen. Ich glaube, ich habe schon mehr davon gesehen, aber wo? Hier. Auf der gelben und abgenutzten Haut deiner blassen göttlichen Hände ruht ein rosa leuchtender intensiver Rubin mit smaragdgrünem Stiel und feindlichem Touch. Im himmelblauen Mantel deines Saftes und strengen Blicks als oberster Richter und Schöpfer der Geschehnisse des Universums, du ziehst gehorsam den violetten Strahl an der Macht des unendlichen Kosmos und erleuchte mit deiner unendlichen Kraft das tiefe Blau der Nacht. Oh, verteidige mich. Vor dem schwarzen Schicksal, das mich heimsucht, vertreibt die graue Wolke, das mich am Horizont überblickt. Beladen mit gefährlichen drohenden Sturm und bringe uns zu unserer Freude in der braunen Abenddämmerung das bernsteinfarbene Licht der untergehenden Sonne. Ja, sowas schreiben die Leute. Sieht aus, als ob der Strom an ist, aber das Telefon funktioniert nicht. Okay, hier ist doch ein Schlüssel drin, aber kann ich nicht aufmachen.
die roten Schwestern um den Tisch. Eins. Rot. Zwei. Brüll. Kö. Drei. B.O. Koch. Vier. Zeit. Ach, okay, jetzt verstehe ich. Beobachte des Korridors. Das ist dann 1, 2, 3. Wahrscheinlich, weil wir haben nur 3 bisher. Nee, 3 brüllende Könige sind das. Beobachte des Korridors ist wahrscheinlich noch was anderes. Also 3 hätten wir jetzt. Okay. Buch im schlechten Zustand. Okay. Nach der Kälte der Nacht war die gemütliche Atmosphäre dieses prächtigen Hauses eine Wohltat. Es war offensichtlich, dass das Haus nicht vernachlässigt worden war. Wohnte Levelin immer noch dort? Wer hielt es in perfektem Zustand? Naja, perfekt. Die Bilder da unten. Geliebtes Heimatland, groß und unteilbar unter dem Licht Gottes, ich bin ein Patriot. Oh Gott, wenn ich das schon lese, dann wird mir schon wieder schlecht. Zu. Kein Schlüssel im Inventar. Noch eine Kotür. Ein kompletter Satz Zahnersatz. Ich dachte, das ist Wein. Warum nicht gleich so? Sofort drangen die Überbleibsel eines subtilen Parfüms in meine Sinne und vermittelten mir das Bild der eleganten Frau, die vor langer Zeit in diesem Zimmer gewohnt hatte. Ein ungewöhnliches Tintenfass. Es scheint, dass die Person, die in diesem Zimmer lebte, sowohl gern las als auch schrieb. Weiß er nicht. Das ist die Zeit. 10 oder 2. Das ist aber jedenfalls die Uhr, die stehen blieb. Hoffentlich. Die Frau von Dr. Levelin neigte offenbar dazu, ihr Erlebnis aufzuschreiben. Halt. Gestern Abend hat Artie mich zum Essen eingeladen, mir die Nachricht überbrachte, die wir gewartet haben. Sie haben sein Projekt genehmigt, das er schon so lange vorbereitet hat. Ich glaube, die Position seines Vaters im Ministerium hat etwas damit zu tun.
aber ich habe mich nicht getraut, ihn zu fragen. Er sagte, es sei eine großartige berufliche Chance, die er sich nicht entgehen lassen würde. Es gäbe da einen kleinen Rückschlag. Wir müssten nach Oak Grove ziehen, in der alten Villa von Levelin und seinem verdammten Sumpfgebiet. Ich hasse dieses Haus. Ich hasse die Feuchtigkeit, den ständigen Wind und das mitternächtliche Knistern. Artie hat mir gesagt, dass er es verstehen würde, wenn ich in der Stadt bleiben möchte. Er sagt, obwohl er viel zu tun haben wird, wird er mich einmal im Monat oder mindestens alle 2 Monate besuchen kommen. Ich werde darüber nachdenken müssen. Ich habe mich entschieden, mein Schicksal ist an der Seite meines Mannes. Als mein Vater und Herr Levelin Vater dieser Hochzeit organisierten, war ich sehr wütend. Aber in diesem Jahr habe ich gelernt, Artemius zu leben. Er ist mein Mann, wir lieben uns und ich werde immer an seiner Seite sein. Immerhin ist dieser Job alles für uns, nicht wahr? Es ist so lustig, dieses Tagebuch wiederzufinden. Ich muss es während des Umzugs ganz unten in der Schublade vergessen haben. Ich weiß noch, wie unschuldig ich damals war. Das ist so viele Jahre her. Vielleicht hätte ich bleiben sollen. Ich habe wirklich schlechte Zeiten erlebt. Aber ich kann mich nicht beklagen. Ich habe mich an das Wetter gewöhnt, an die regnerischen Nachmittage und das Schaukeln des magischen Sees. Unglaublicherweise bin ich nicht derjenige, der damals in diese Länder hätte kommen dürfen, sondern Artemius. Ich habe gesehen, wie sich seine anfängliche Freude in Traurigkeit, Wut, Bedauern, schlechte Laune verwandelt hat. Sein Projekt hat sich so entwickelt, wie er sich gehofft hatte. Sein Vater besucht ihn nicht mehr, Artie fühlte sich enttäuscht und hat Angst, dass das Ministerium sein Projekt abbricht. Ich sehe ihn verzweifelt, mutlos und meine Begleitung hat aufgehört, ihn zu beruhigen. Wenigstens bin ich nicht allein. Hier habe ich meine beste Freundin und Partnerin kennengelernt. Elizabeth hat kurz nach unserem Einzug als Hausmädchen angefangen zu arbeiten und ist jetzt meine Assistentin. Am Anfang dachte ich, sie wolle mit Artie flirten. Wir lachen jetzt, wenn wir über die Anfänge sprechen. Neulich wurde ich ohnmächtig. Ich habe mich ausgeruht, aber ich habe seltsame Schmerzen im Bauch. Heute hat Artie mich untersucht und Überraschung, ich bin schwanger. Als er meine Freude sah, entspannte sich Artemius. Im Laufe der Jahre haben wir uns sehr voneinander entfernt, aber ich glaube, er macht sich immer noch Sorgen um meine Gesundheit. In derselben Nacht sagte er mir, dass es Zwillinge sind, ein Junge und ein Mädchen. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich habe angefangen, mich schlecht zu fühlen. Es ist, als hätte ich mich immer zu wenig Energie. Zum Glück habe ich Elizabeth zum Lachen und Kartenspielen. Obwohl sie in letzter Zeit etwas seltsam ist, weiß ich, dass sie etwas von mir verbirgt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was es ist. Naja, sie ist mit ihm unterwegs wahrscheinlich. Ich habe die Zimmer der Kinder vorbereitet. Es sind nur noch 5 Monate. Ich bin sehr gebrechlich und habe fast keine Kraft mehr aufzustehen, aber ich gehe jeden Tag zu den Zimmern, die ihnen gehören werden. Und wenn ich die Augen schließe, sehe ich sie schon in ihren Kinderbetten weinen, spielen und lachen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Mein Gesundheitszustand verschlechtert sich immer mehr. Heute habe ich Elizabeth gezwungen, mir zu versprechen. Wenn mir etwas zustößt, wenn die Geburt kompliziert wird und ich meine Kinder nicht kennenlerne, wird sie meinen Anweisungen Schritt für Schritt folgen. Sie muss bis Mittwochabend um 18 Uhr warten, wenn die Türen wie üblich geöffnet werden. Dann wird sie das Geld, das im doppelten Boden meiner Schreibtischschublade versteckt ist, nehmen und die Kinder von ihr wegbringen, an einen besseren Ort, wo sie glücklich sein können. Ich hoffe nur, dass ich nicht in diese Lage kommen muss. Heute, als sie mir wie immer den Nachmittagstee brachte, wurde Elizabeth ernst, zu ernst. Ich glaube, ich habe sie noch nie mit diesem Blick gesehen. Sie schien mir etwas gestehen zu wollen, etwas sehr Wichtiges. Aber genau in diesem Moment kam Artie herein und Elizabeth wurde sehr nervös. Sie ließ sogar den Tee aus der Hand fallen. Sie verbeugte sich und ging zitternd weg. Ich versuchte, sie zu rufen, aber mein Körper war nicht mehr stark genug. Ein anderes Mädchen brachte mir heute Tee. Als ich sie nach Elizabeth fragte, sagte sie, sie sei neu und kenne die ganzen Bediensteten nicht gut. Artemius erklärte mir, dass der Rest der Bediensteten sagte, dass sie am Abend ohne ein Wort gegangen sei. Sie hat sich von niemandem verabschiedet und nicht einmal ihr Gepäck mitgenommen, nur ein paar Kleider zum Wechseln und das Geld. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Elizabeth, meine glückliche Freundin, die mir all die Jahre das Leben geschenkt hat, so plötzlich alles verlässt, mich in meinen jetzigen Zustand zurücklässt. Elizabeth, wo bist du nur? Was ist mit dir passiert? Was wolltest du mir sagen? Der Tag der Geburt ist nah. Ich versuche stark zu sein, aber ich kann diese Worte kaum schreiben. Ich versuche zu vergessen, was mein weiser Körper bereits weiß. Ich werde die Geburt nicht überleben. Ich kann nur hoffen, dass meine Kinder gesund und stark aufwachsen werden, dass sie in der Lage sind, ihr Leben standzuhalten, das sie in diesem Land erwartet. Und dass Artie sie so lieben wird wie ich. Ach Mann. Ein Foto von einem elegant gekleideten Mann, vielleicht Artemius Levelin als junger Mann? Vielleicht. 6283. Er kann trotzdem enthüllt werden.
Dr. Levin, es tut mir sehr leid, dass ich mit meinen Erklärungen im letzten Bericht zu weit gegangen bin. Einem Standpunkt des Ministeriums zu widersprechen, impliziert den Vorwurf des Verrats, aber das war nicht meine Absicht. Ich wollte nur die Dinge richtig machen. Aufgrund meiner Unwissenheit denke ich schlecht über die Dinge, auf die ich nicht vorbereitet bin. Seien Sie versichert, dass ich all Ihre Aufträge an Sie und das Land, das ich so sehr liebetreu befolgen werde. Das Mädchen nimmt die Medikamente weiterhin regelmäßig und genau ein. Ich setze sie vor das Brett und bestehe auf Schach. Ich werde nicht aufhören, bis sie sich daran gewöhnt hat, regelmäßig zu spielen. Möge der Gott, der alles richtet, Sie und den Anführer segnen, Seth. Ah. Verehrter Dr. Levlin, wie Sie befohlen haben, habe ich das Gehirn des Mädchens mit dem Schachspiel stimuliert. Sie scheint es nicht besonders zu mögen. Auf jeden Fall würde ich ihr eine für ihr Alter angemessene Übung vorschlagen. Es gibt viele Dinge, die Sie interessieren. Lesen ist eines davon. Die begrenzte Sammlung von Büchern, die ich besitze, ist unzureichend, aber ich verstehe die notwendige Zensur, die Sie Ihrem Wissen auferlegen. Obwohl, ist ja nicht 90er, ist ja 40 Jahre später. Aber auf alle Fälle Farbfernseher. Dann gucken wir noch einmal raus und ist so langsam Schicht. Rote Schwestern. Ist das damit gemeint? Eins. Oder eher das. Die roten Schwestern um den Tisch, brüllenden Könige, Beobachter des Korridors, Zeit, die stehen blieb. Die roten Schwestern um den Tisch. Ist es das? Beobachter des Korridors. Welcher Korridor ist gemeint? Das ist ein Korridor. Ist auch nichts weiter. Hier ist gar nichts. Und dann haben wir noch drüben auf der anderen Seite. Eins, zwei, drei. Wegen der Bilderrahmen, die weg sind. Drei. Vier. Das nicht. Fünf, sechs, sechs oder fünf, weil bei dem einen Bild ist Querformatbild, was wir hier gesehen haben, das dürfte nicht dazu zählen, weil es kein Porträt ist.
Bei dem wissen wir es nicht. Dann könnten es vielleicht so vier sein. Vier oder fünf. Vier, fünf. Eins oder zwei, drei, vier oder fünf, zwei. Schauen wir mal. Da drüben ist vorhin. Okay. Probier es erstmal mit 1. 1, 3, 4, 2. Okay. 2, 3, 4, 2. 1, 3, 5, 2. 2, 3, 5, 2. 1, 3, 4, 0. Nee. 2, 3. Ich wüsste, was er meint. Um den Tisch. Ja. Soll jetzt auch nicht das Problem sein. Pass auf, wir speichern hier. Ich überlege, ob wir das dann weiterspielen. Einen gewissen... Ja, Horror ist da natürlich nicht drin. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Oder es geht nur um die Bilder, die da sind. Das kann natürlich auch sein, was aber schwer eben halt nachzuvollziehen ist, wenn das der Aufhänger sein sollte. Okay. Speichern. Gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder mit eines der laufenden Spiele. Ne? Schlaf gut, träum was Schönes und ja, guten Start in der Woche und bis dahin. Euer Firefox.